Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Zuletzt haben wir uns ein paar Mittel besorgt, um quasi die Rüstung eines echten Kuman in eine zu verwandeln, die mehr oder minder die Vorstellung von irgendwelchen Leuten entspricht. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt endlich die Rabenfedern besorgen, die wir bei einem Kräuterweib finden können, würde ich erstmal das Inventar vom Pferd bzw. unser Inventar aufräumen, damit wir dann auch mit der Rüstung beziehungsweise mit der Peitsche Kumanenverkleidung irgendwas mitnehmen. Sollten wir natürlich auch Platz dafür haben, deswegen räumen wir mal aus. Ja. Bedeutet, wir reiten zu einem Wirtshaus, reden mit dem Wirt, holen unser Zimmer und dann geben wir da alles in eine Truhe. So. Der Wirt, wo ist er denn? Ach, da. Der Mann in Braun. Natürlich. Werter Wirt. Allmächtig. Ich möchte gerne den Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Ja, für wie lange? Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlen wir. Dir wird's hier. Gibt es hier was in der Gegend Probleme? Soweit ich weiß. Nee, okay. Auf gibt bald. Keine Probleme. Gehen wir ins Bett. Gut. Okay, brauchen wir jetzt nur noch die Federn. Davon zwei Stück. Dann können wir unsere Verkleidung quasi fertigstellen. Wir verkaufen. Ich lege mir erstmal das Zeug rein, was wir quasi noch haben, was nicht im Pferd liegt. Ist ja relativ wenig. Wir haben viel zu viel davon. Gib mir hier was ab. Den Schützentrunk brauchen wir nicht. Den Nachtfalken auch nicht. Was haben wir hier noch? Den Goldkelch, Kommunenkelch, Silberkelch, weg damit. Ein paar der Verbände brauchen wir auch nicht. Wildschweinleder auch nicht. Die Wolfszähne brauchen wir. Die Hundeledersache auch. Gut, gehen wir mal ins Pferd gucken, was das Ding denn so in sich hat. Okay, das nochmal rein, das auch. Eigentlich alles. Die hochwertigen Pfeile nehmen wir auch gleich mit. So. Was haben wir hier noch? Die Sachen hier. Das gehört dazu. Wir dürfen ja nicht die Sachen von der anderen Rüstung mit rausnehmen, die wir quasi sonst immer benutzen, um irgendwie nachts unser Unwesen zu treiben. Das muss ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die waren ja mit dazu. Was haben wir noch? Damit hätten wir da alles. Sonst noch was? Nein. Kommt das jetzt auch in die Truhe? Inventar, Waffen. So, alles weg. Was wir quasi nicht brauchen. Was nicht dieses Symbol hat, dass wir es gerade verwenden. Also das hier. So. Gut. Rüstung noch weg. Und hier noch was. Gut. Jetzt sind wir ja fast fertig. Sonst haben wir eigentlich nichts mitgenommen, was die anderen Sachen angeht. Nein. Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt dahin, wo wir letztens schon mal beim Kräuterreib waren. Als es darum ging, dass wir quasi Tränke für unsere Belagerung brauchen. Und zwar hoch nach Samopesh. Da war es gerade bei Weib hier. Gut. Ich würde sagen, reißen wir mal los. In der Hoffnung, dass wir noch rechtzeitig ankommen, bevor es dunkel wird. Um uns quasi noch die Rabenfedern, die sie verkaufen soll, zu holen. Wir brauchen ja zwei. Und dann reißen wir zurück zur Schenke und gucken mal, wie unsere Rüstung aussieht. Wie ein echter Kumane angeblich aussieht. Dann ist natürlich noch die Frage, wie geht's weiter? Wir haben dann die Rüstung. Beziehungsweise die Fake-Rüstung. So, Pferd. Ach, guck mal. Gut. Ich muss sagen, reiten wir mal zur Hexe. Oder zum Kräuterweib. So, hier runter und dann den Wald. Und hier müsste irgendwo sein. Ja, da ist das Haus.
Und sie sitzt noch draußen. Das heißt, wir können sicher noch von ihr... Ja, wir können handeln. Gift. Nimm einfach mal mit. Und Raben fehlen dann einmal. Da fehlen auch noch welche. Was bringt uns eigentlich Salbe? Ach, keine Ahnung. Schwarzes Federn können wir natürlich auch mitnehmen. Aber ich setze einfach mal da drauf, wenn wir einen Tag warten, dass sie vielleicht wieder Federn hat. So. Handeln wir einfach mal und dann gehen wir bei ihr einfach mal schlafen. Gut. Dann holen wir uns quasi die Feder nochmal ab, falls sie jetzt eine verkaufen kann. Und ich brauche halt noch einen Kräuterweib. Und dann sehen wir uns mal an, wie ein echter Kumano aussieht. So. Ein Tag geschlafen. Können wir schon noch was essen, wenn wir gerade hier stehen? Das am besten nicht, das könnte schlecht für uns enden. Am besten alles, was nicht so viel bringt. Dann gehen wir einfach mal hoch auf 99. Dann sind wir perfekt gefüllt. Jetzt reden wir nochmal mit der Kräuterkundlerin, Kräuterweib, Kräuterhexe. Wie auch immer wir das nehmen wollen. Da haben wir noch eine Raben. Jetzt hat die zwei. Ist das jetzt ihr Ernst? Alles klar. Merke ich mir. Gut, das müssen wir ja genug haben. Oder? Wir haben die doch letztens gekauft, oder nicht? Ja, wir haben zwei Rabenfedern. Die Anzeige hat mich jetzt nochmal verwirrt. Gut. Reisen wir zurück zum Wirtshaus. Schenke. Zur Waldwiese. Und wenn wir dann mit den Quests fertig sind, könnten wir uns eigentlich schon wieder unserem Dorf widmen. Ich meine, ein bisschen Ausrüstung haben wir ja abgelegt. Es gibt uns schon wieder ein bisschen Geld. Und ich meine, die ganzen Tage, die ja vergehen, müssten uns ja theoretisch auch Geld bringen, weil wir ja im Dorf Plus machen. Wir kriegen ja Geld, wir verlieren ja keins. Deswegen wird sich das schon da oben lohnen. Vor allem auch noch die Quest hier zu machen. Es regnet mal wieder. Gut. Drehen wir um. Und reiten wir zum Schenker. Weißt du, richtig den Regen erkennen tue ich ja gerade nicht. Regnet es denn jetzt oder nicht? Ja, links sieht man, dass es regnet. Gut. So, Schenker und Andreas reden. Andreas. Guten Tag. Ich habe alles. Ich habe alles verflucht. Wunderbar. Komm mit. So, und jetzt sehen wir, wie ein echter Kumano aussieht, laut den Geschichten der Leute. Das interessiert mich ja jetzt mal. Wieso dauert das so lange? Ach, was weiß ich. Bereit? Dann setz ihn mal auf. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht verdammt gut aus. Ist das nicht zu dick aufgetragen? Es ist perfekt. Würde ich dich so im Dunkeln treffen, würde ich mir einscheißen. Ja, echt. Genau so hat ein Kumano auszusehen. Sagt der, der noch nie einen gesehen hat. Ja, ich meine, genau so stellen sich die Leute einen Kumano vor. Ja, das ist nicht übel. Gar nicht mal so übel. Und wir fangen gerade erst an. Ich muss ja sagen, der Federkranz irgendwie an meinem Rücken oder so, an meinem Nacken, gefällt mir überhaupt nicht vom Aussehen her. Okay, was nun? Knocken wir erstmal die Küste. Ich meine, wenn wir gerade allein gelassen werden. Ich wüsste nicht, dass die Wachen sind, also, Wow. Das, was hier drin ist, hätte ich mir sparen können. Obwohl, hier Retterschnaps ist immer gut. Was hat denn ja noch dabei? Irgendwas, was uns... Groschen.
Meins. Er braucht irgendwas, was nicht verdirbt. Hat anscheinend 5 Dietriche. Nehme ich gerne mit. Okay, das war's auch. So, und was nun? Wir müssen die Rüstung. Also nochmal nachgucken. Ja, hier Command-Maske. Info. Ein kumanischer Helm, der entsprechend den Zeugenaussagen über das Aussehen der Barbaren angepasst wurde. Und eine kumanische Rüstung. Okay. Gut. Andreas, ich kümmere mich nicht so. Ich bin zu doof dafür. Was ist denn nun? Weißt du schon das Neueste? Was liegt Interessantes an? Wir fragen ist mal das. Hier in letzter bloß das Übliche. Ich hatte eher an Aufträge Stimmt. gedacht. Ich hatte eher an gute Gelegenheiten gedacht, ein paar Groschen zu verdienen. Es steht nichts Besonderes an. Aber ich hab da was läuten hören. Einer deiner Nachbarn wusste Interessantes zu berichten. Wer? Ich kenne seinen Namen nicht. Etwa in deinem Alter. Er meinte, seiner Familie gehört die Skalitzer Schenke. Adam Junior also. Und was hat er erzählt? Er wollte nach Hause zurück, den Schaden in Augenschein nehmen. Und da hat jemand das Haus vor seinen Augen geplündert. Verstehe. Bin selbst an Plünderer geraten. Das ist aber nicht interessant, sondern eher traurig. Christlich ist es jedenfalls nicht. Die Sache ist die. Adams Familie hatte Geld im Keller versteckt. Geld. Geld ist immer gut. Das hat der Plünderer bestimmt längst verprasst. Ich würde nicht darauf wetten, dass es noch da ist. Der Plünderer hat es bestimmt längst verprasst. Außerdem wird Adams Familie wohl kaum die königliche Schatzkammer versteckt haben. Adam meinte, es wäre genug, um ein ganzes Haus ausbessern zu lassen. Oder um die Welt zu bereisen. Mag sein, wirkt auf mich aber alles dubios. Ich sehe keinen Grund, der Sache nachzugehen. Verstehe ich, aber was Besseres habe ich nicht. Warum fragst du Adam nicht einfach und guckst, wie weit es dich bringt? Könntest du machen, wo ist der hin? Hat Adam dir gesagt, wohin er will? Er meinte, er will nach Ratai. Hat dort irgendwas zu erledigen. Wird nicht leicht, ihn zu finden. Im Moment wimmelst dort von Leuten. Dann wirst du halt rumfragen müssen, oder? Scheiße auch, soll ich dich dabei auch noch an die Hand nehmen, oder was? Gerne. Okay, ich höre mich mal um. Ich höre mich mal um. Mach das. Und frag ihn, wenn du ihn siehst. Vielleicht findest du etwas heraus. Okay, weißt du schon das Neueste? Weißt du schon das Neueste? Mehr oder weniger. Dieser listige Fuchs führt uns an der Nase herum, was? Immer einen Schritt voraus. Deine Worte sind voller Bewunderung. Sein Täuschungsmanöver war allererster Güte, das musst du zugeben. Ja, manchmal ist es schlimm. Was passiert hier dagegen? Wie steht's? Nichts, womit wir nicht. Schade. Okay, sonst noch was? Nein, Fleisch. Benötigst du? Mir ist das Wildschweinfleisch. Es wird sich für dich. Wildschweinfleisch sollen wir ihm bringen. Und unsere Schenke möchte er ja nicht. Gut. Ist das dein Ernst? Matthäus? Was machen wir denn nun? Das brauche ich ja nicht fragen, da hat er ja auch schon eingesagt. Ich dachte, wir machen jetzt irgendwas, oder muss ich dafür jetzt ein wenig die Zeit abwarten? Hey, ich verdurste hier! Ehe wir jetzt irgendwie was mit der Rüstung machen. Kann ich bitte vorbei? Danke. Ja, okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Wir können ja entweder diese komische Quest machen, die wir jetzt gekriegt haben, oder wir können zurück in unser Dorf. Oh, wir können wieder richten. Ja gut, ich würde aber erstmal, wenn dann, zurück nach Ratai reisen, um da wieder Zeug zu verkaufen. So, dann ab die Post. Ich meine, wir brauchen ja quasi Gold. Wir müssen dann einmal eine Kirche aufbessern, wir müssen einmal das Rathaus aufbessern. Und halt den Schießstand noch bauen und dann das Rathaus und die Kirche quasi noch die Einrichtung. Müssen wir dann noch kaufen, bauen, wie auch immer. Und dann haben wir eigentlich das DLC auch so gut wie erledigt. Ich meine, eine Aufgabe, gewinnt 1200, haben wir erreicht. Das war das andere. Platz für die Bevölkerung haben wir auch schon erreicht. Und es fehlt halt nur noch, bau die Kirche aus. Noch nicht erreicht. Ich glaube, die hat ja irgendwie 15.000 allein gekostet. Dafür, dass sie keine Einnahmen bringt. Schon teuer.
finde aber immer noch, man hätte aus dem DLC viel, viel, viel mehr rausholen können. Man kann sagen, was man will, aber das Management, was da dahinter steckt, ist doch nicht so schwer, wie man es vielleicht erwarten sollte. Man kann eigentlich genug Geld zusammenbringen. Deswegen bin ich eher der Meinung, dass das DLC besser hätte werden können. Aber es ist nicht schlecht. So, wir nehmen am besten ein paar Waffen mit. Bögen vor allem auch noch. So, die Bögen nehmen wir mit. Wir nehmen am besten schwere, wenn nicht schwere, wertvolle Waffen mit. Okay, wir nehmen den mal mit. Stachel. Die nehmen wir noch mit, den nehmen wir mit. Die Säbel nehmen wir mit. Die Pfeile nehmen wir mit, die können wir verkaufen. Streitkolben des Fuchs behalten wir. Kumanische Axt will ich auch mal behalten, weil die irgendwie speziell ist. Die hochwertigen Pfeile nehmen wir mit. Die Dinger hier. Die Säbel. Die Dornkeule bringt eh nicht viel. Rüstungen. Okay, wir gehen mal ganz runter. Einfach mal so. Verzierte Reiterstiefel. Die lassen wir mal noch, weil die sind irgendwie sehr viel wert. Die vernieteten Sachen können wir mitnehmen. Silberringe. Daran gucke ich später nochmal, ob die vielleicht sogar besser sind, wie das, was wir jetzt tragen. Den Nackenschutz. Die kumanischen Helme. Lamellenrüstung. Kettenhemd. Kopf zweimal. Sporen. Die Armschienen. Die Handschuhe, Kettenhauben. Diese Eisenhüte. Kettenhemde. Die Nackenschützen hier. Und ich würde sagen, es reicht erstmal. Jetzt muss man mal gucken, ob wir irgendwas Klautes mit haben. Den Retterschnaps tue ich mal noch weg. Und die Zwäsche, weil die halt geklaut sind. Gut. Pferd, komm mal her. Ich hätte gerade gedacht, das wäre mein Pferd. Weil es einfach identisch aussieht. Gut. Reiten wir mal zu den Händlern und verkaufen unser Zeug. So. Hier ist der Schwerthändler. Oder Waffenhändler, wie wir ihn nennen wollen. Guten Tag, ich muss verkaufen. Wie läuft's? Lass erstmal Sachen reparieren. Okay, wir reparieren doch lieber später. Lass uns erstmal handeln. Er hat 2K, das ist nicht so viel wie gut wäre. Wir haben das Zeug, wir haben diese Säbel. Okay. Es hält sich doch in Grenzen. Ich hätte gedacht, wir kriegen mehr. Ja, wenig ist es auch wieder nicht. Wir sind ja schon bei allein bei 1,3. Reden wir über. Nun. Dann können wir mindestens auf 1,5. Okay, doch nicht. Sind wir uns. Das klingt. Mama 147. In Ordnung. Gut. Ich werde nur mehr beim Rüstungshändler rauskriegen. Ja. In der Hoffnung, dass er auch genug Geld hat, an dem wir alles verkaufen können. So. Werter Rüstungsmeister. Gott schütze dich. Und das meine ich halt. Hier sieht man eigentlich das, was ich gemeint habe in unserem Dorf. Bei Schwertern und Waffen kriegst du nicht so viele, weil jede Person braucht nur ein Schwert oder eine Waffe. Hier, bei der Rüstung, brauchst du so viele Teile, die alle was bringen. Deswegen bin ich hier mehr dafür, sowas bei uns einzubauen. So. Die Kettenhauben.
wir haben 5 davon, ey. Ja, wir können natürlich das jetzt hier nicht weggeben. Ja, ja, schön doof. So. Die Sporen auch, die Rüstung. Das Zeug. Alles weg. Die Silberringe brauchen wir auch nicht hier. Okay. Muss ich sagen, wir können hier noch mehr verkaufen. Erstmal feilschen wir eine Runde. Lass uns über den. Nun. Wir handeln mal hoch auf 6.700. Ist das genug? Nicht schlecht. Dann machen wir auf 6.550. Siehst du, ich. So, jetzt reparieren wir noch schnell unser Zeug. Gott sei mit dir. Ja, noch die Bögen. Daran müssen wir auch noch denken. So. Gut. Und jetzt müssen wir quasi nochmal zu unserer Truhe noch mehr rausholen. Wie viel Geld haben wir denn jetzt quasi auf der Hand? 13k, das könnte quasi schon allein nur allein für die Kirche erreichen. Also quasi nicht sehr viel. Aber ja. Egal. So, was macht der denn hier? Warum rennt denn der? Ist was passiert? Ah ne, er will schlafen. Ich dachte jetzt. Kommt jetzt so angerannt, als wäre irgendwas passiert. Truhe. Wir legen mal noch schnell unsere Command-Rüstung hier ab. Die brauchen wir ja nicht. Und jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Und ist wieder gefunden. Jetzt können wir noch mitnehmen die Duellklinge. Das Säbel von keine Ahnung wo. Die Schilder. Den Rest möchte ich gerne erstmal behalten. Wir können Stiefel mitnehmen, diese ganzen Müllsachen. Das Arbeitshemd, Kapuzenschal, Beinlinge. Nimm mal eher mal den Müll mit. Ich nenne es mal Müll. Die Schuhe braucht keiner. Den Eisenhut nimmt man mit, das Kettenhemd. Frauenschlappen. Panzerschuhe, Gämsen. Ich wollte gerade sagen, will er uns jetzt hier kontrollieren? Wäre nämlich etwas schlecht, weil ich weiß nicht, ob ich etwas Gestohlenes eingepackt habe. Was nehmen wir noch mit? Eine davon. Die Schmiedeschürze. Platten, was auch immer. Blau war eh nie meine Farbe, die ich mag. Kuttenberger Gämsen. Ich kann auch die Waffenröcke mitnehmen. Ja, komm. Einpacken. Lederhandschuhe nehmen wir auch noch mit. Gut. Jetzt gucken wir noch mal ins Inventar, was alles geklaut ist. Nix. Na gut, alles ist geklaut. Die Frage ist nur, was als geklaut auch angezeigt wird. Gut, nix. Und nochmal. Ja. So. Wir haben ja Gift mit. Ich frage mich, ob das Gift irgendwie wirkt. Das würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, das mache ich. Offscreen. Tue ich einfach mal speichern. Und dann werde ich einfach mal durchziehen. Das Schwert sieht interessant aus. Vielleicht muss ich nochmal betäuben. So. Wir müssen besser Wert im Schloss knacken, damit wir mal hier in die großen Truhen reingucken können. Aber egal. Verkaufen. Wir haben die Duellklinge jetzt hier noch dabei. Und die Schilder. Ich frage mich, ob wir die Schilder woanders verkaufen können. Weil es scheint mir... Es wäre mir doch so gut wie... Obwohl, wir können eins verkaufen. Wir kaufen das hier noch und dann dreimal wieder den Preis hoch. Per Feilschen. Lässt sich was...
Ja. Stimmt ja alles ab, was du hast. Das klingt. Siehst du? Perfekt. Gut. Dann reisen wir jetzt mal noch wieder rüber. Zum Rüstungsmann. Verkaufen wir noch was und dann gehen wir noch zum Schneider. Und theoretisch müssen wir noch zum Jäger hinter. Lass uns handeln. Alles Gute. Verkaufen. Okay, ich habe das hier für dich mit. Die Dinger. Das lassen wir mal noch im Inventar. Die edlen Kettenhauben habe ich noch für dich mit. Das lange Kettenhemd. Eisenhut. Noch was, was extra. Ja, hier. Ja, ist eigentlich eher für den anderen was. Das aber noch. Und hier die Dinger kriegst du noch ins Inventar. Den Rest würde ich eigentlich eher beim anderen verkaufen. Ja, gut. Jetzt habe ich verpasst zu feilschen, aber egal. Gut, gehen wir noch hier rein. Können wir uns Rüstung reparieren lassen. Gott segnen. Reparatur. Alles Gute. So, jetzt kannst du mal mein Kriegswams, das Ding und meine Hose reparieren. Gut. Und den Rest verkaufe ich jetzt. Bitte wohl. Die alten Stiefel kriegst du von mir. Eigentlich den ganzen Müll. So. Ist aber echt alles Müll, was wir hier gerade mitgenommen haben. Bringt uns quasi überhaupt nichts ein, aber egal. Die Wappenröcke hier. Obwohl Lederhandschuhe hätten wir beim Schmied verkaufen können. So, wir kommen fast auf 1000. Ist ja etwas. Feilschen wir noch, dann kommen wir auf den 1000er. Besprechen wir den Preis. Nun. Ja. 1100. Was sagst du? Schon? 1080. Siehst du? Gut, würde ich sagen. Hey, wir haben jetzt viel verkauft. Haben noch 3 Minuten. Ich nehme mal das Pferd mit und dann reißen wir jetzt mal schnell hoch nach Bibislavic und fällen das eine Urteil. Dass wir quasi da oben noch fällen können. Wenn wir nicht währenddessen angegriffen werden. Und es wird Nacht sein, das müssen wir quasi wieder warten, aber egal. Wir machen das jetzt. So. Wir müssen natürlich auch ganz unten auf der Map sein und jetzt ganz hoch reisen. Nimmt natürlich nochmal extra viel Zeit weg. Aber wird schon. So. Wo sind wir jetzt mit dabei? Wir müssen da oben, ist glaube ich Tallenberg. Nein. Merhoyet. Kommt jetzt Tallenberg. Und dann Bribislavitz. Wir wurden noch nicht überfallen. Ach ne, wir reichen über Rovana. Ne, Rovna. Nah dran. In dem Wald wimmelt's meistens von Kumana, können wir jetzt definitiv wahrscheinlich überfallen werden. Was passiert denn jetzt? Überfall auf dem Weg. Was ist für ein Zufall? Da ist genau das passiert, was ich angekündigt habe. Wenn es jetzt noch Kuman sind, bin ich ein Ortskenner. Leider sehe ich sehr, 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 sehr wenig. Ich werde schon angegriffen, ich weiß bloß nicht schon wo. Ein Hammer. Hier sind da noch mehr, oder? Ach egal, ich versuche erst mal den einen hier. Dann finde ich den nie wieder. Das nochmal mit, das nochmal mit.
Fitness, das, das und das. Den Kriegshammer immer und den Spitzpfeile, die ich schon reingehauen habe, auch. Den Bogen, glaube ich, sehe ich jetzt hier nicht wieder. Nee, den Bogen lassen wir auch mal. Ich will ja wissen, ob hier noch mehr sind. Ach ja, den habe ich schon daneben gehauen. Hier sind doch sicher noch mehr. Alter Kuto! Und weg, Bogot, was ging? Heieiei. So, den Hammer. Dafür habe ich jetzt gerade einen Pfeil abgekriegt. Ey, hör auf damit. Wo ist denn der andere? Der ist auch tot. Hm. Ging doch auch schnell. Groschen, Kettenhemd. Die Armschienen mich immer mit. Lamellenrüstung, Helm, ja, Kriegshammer, Spitzpfeil. Schnaps lasse ich bei dir. Nimm mal kurz eine Fackel in die Hand, vielleicht sehen wir da mehr. Ich sehe. Ach doch, da ist der Bogen. So haben wir auch den Bogen gefunden. So, hier liegt seine Axt, Schild nimm mal mit. Und seine Rüstung. Kanten, Schulterplatten, das, das, das auch. Kann man mitnehmen, das, das, die Pfeile natürlich, ja, Lederhandschuhe nehmen wir auch noch mit. Und dann hier unten der Typ noch. Hat auch einen schweren Kriegshammer gehabt. Warum haben die alle einen Kriegshammer? Das nehme ich mit von dir, das auch. Das, das. Den Bogen natürlich, Lamellenrüstung, Helm und mein Pfeil. Jetzt bin ich leider erstmal überladen, das heißt, ich muss es erstmal wieder umräumen. Und da haben wir schon 30. Wollen wir erstmal. Ups, die Bögen weg. Ach, was ist denn das? Die Bögen reichen nicht alleine. Ne? Die schweren Kriegshämmer reichen auch nicht. Na, tun wir noch die innere Rüstung hier weg. Die hier und den Helm dazu. Und die anderen Helme. Na, reicht's. Gut, Pferd. Den Axt lassen wir liegen. Die ist nicht viel wert. Jetzt reisen wir weiter nach Pribislavitz. So. Hoch da. So. Jetzt haben wir zwar 30, also 30 Minuten abgeschlossen. Aber ich bin der Meinung, ich würde das Gericht gerne noch fällen, aber lass uns mal. Dann würde ich ihm sagen, haben wir einen schönen Ausblick aufs Dorf bei Nacht. Wenn der Ladescreen natürlich vorbei ist. Ich glaube, der Ausblick schön ist, weiß ich auch noch nicht, aber Prognosen sind immer gut. Ich hatte nämlich jetzt zum Beispiel recht gehabt. Es war ein Kuman. Und wir wurden auch überfallen. Ja, würde ich sagen, endet die Folge zu Kingdom Come Deliverance. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.